Liebe Freundinnen und Freunde, natürlich ist die Flüchtlingssituation eine große Herausforderung für das Land. Die Landesregierung, die Bürgermeister, die ehrenamtlichen Helferinnen haben alle Hände voll zu tun, damit vor dem Winter alle, die hier ankommen, ein gutes Dach über dem Kopf bekommen. Und natürlich grübeln viele Leute, wie es jetzt überhaupt weitergeht. Das ist ganz normal und das unterschätzen wir auch nicht. Aber eine große Herausforderung ist eben keine Katastrophe. Die Katastrophen sind ganz woanders, in Oms zum Beispiel. Bei uns herrscht Frieden. Wir sind ein reiches und erfolgreiches Land. Und ich sage es euch mal, und das lasse ich mir auch nicht von CDU oder CSU-Geschwätz kaputt reden. Gefährlich ist für unser Land, wenn wir unsere Werte selbstständig aufgeben. Wenn irgendwelche Söders oder Wolfs meinen, sie können ja Süppchen kochen und mit Vorurteilen und Sprüchen vom Leder ziehen. Und ich weiß nicht, wie es euch den letzten Tagen ging. Mir scheint es, es wird jeden Tag mehr. Jeden Tag geht die verbale Eskalationsspirale weiter. Jeden Tag sagt einer etwas Schärferes. Unsere Werte, Demokratie, Freiheit und die gleiche Würde jedes Menschen, die sind gefährdet, wenn sich sowas durchsetzt. Das können wir nicht zulassen. Ein Beispiel von gestern aus dem Landtag. Wir hatten die Sitzung des Finanzausschusses. Der Rechnungshof empfiehlt, kleine und alte Haftanstalten zu schließen. Das ist eigentlich seit Ewigkeiten Konsens im Landtag, denn kleine und alte Haftanstalten sind teuer. Und es gibt im Land Jahr für Jahr weniger Inhaftierte. Ein Satz aus diesem Beschlussvorschlag lautet vom Rechnungshof, dabei sollten personalineffiziente Vollzugseinrichtungen geschlossen werden, um Einsparpotenzial im personellen Bereich zu generieren. Und auf einmal sagt ein CDU-Kollege, das sei doch nur nicht aufrechtzuhalten, wegen der Schleuser und wegen der Flüchtlinge. Und wie es denn nun mit der organisierten Kriminalität im Land stünde? Diesen Satz, den will er streichen. Und dann haben die CDU-Kollegen im Ausschuss alle mitgestimmt. Ein Rechtspopulist in den eigenen Reihen insinuiert, dass mit den Flüchtlingen eine große Verbrechenswelle auf Baden-Württemberg zukommt und aus dem Rest traut sich niemand zu widersprechen. Das ist gefährlich und da stellen wir uns dagegen. Und Thekla hat darauf hingewiesen, der Herr Wolf, der redet hier und so anders. Bei seinen eigenen greift er auch in die rechtspopulistische Kiste und hat in Heilbronn auf dem Konvent unterstellt den Flüchtlingen, sie würden hier das moderne Schlaraffenland suchen. Solche Herren schüren gruppenbezogenen Hass. Sie appellieren nicht an die Tatkraft der Bürgerinnen, sondern an negative Gefühle. Sie wollen Neid schüren von Deutschen gegen Flüchtlinge. Sie schüren so lange Ängste und Vorurteile selber, bis meine letzte Großtante sich fürchtet, dass sie jetzt nun doch wegen der Flüchtlinge irgendwie von Gewalt und weniger Rente bedroht ist. Aber liebe Freundinnen und Freunde, so könnte man ein Land nicht regieren. Das tun wir nicht und das tut auch die Bundeskanzlerin nicht. Die CDU steht vor großen innerparteilichen Spannungen. Das kann uns gar nicht freuen, denn es wäre schlecht für unser Land und die Flüchtlinge, wenn die CDU es jetzt zerreißt und die Kanzlerin den Rückhalt verlöre. Das gäbe ein Chaos, das wir uns nicht wünschen können. Ich bin froh, dass unsere Regierung und unsere Partei bis hin zu den Kommunalos so gut darin ist, auf alle zuzugehen und die gesellschaftlichen Kräfte zu bündeln. Und ich fordere die wertorientierte Kräfte in der CDU auf. Lasst den Rechtspopulisten in euren Reihen keinen Raum, widersprecht fremdenfeindlichen Äußerungen, verteidigt unsere Werte, nehmt Verantwortung wahr, wie wir Grüne für unser Land. Danke.